Der heute aufgefundene Tote, bei dem handelt es sich leider wirklich um diesen 26-jährigen Abgängigen aus Wolfurt. Das ist inzwischen eindeutig bestätigt. Und es sieht so aus, dass es am Montag gegen 23 Uhr eine Anzeige, vorerst anonym, gegeben hat, bei dem dieser anonyme Anzeiger angegeben hat, dass es sich auf einem Vorplatz vor einem Haus in Langeneck eine Auseinandersetzung abgespielt hätte und dass dann Autotüren zugeknallt seien und plötzlich sei niemand mehr da gewesen. Den örtlichen Polizisten, die sofort darauf gekommen sind, ist es gelungen, diesen Anzeiger ausfindig zu machen und dadurch haben wir dann gewusst, um welche Personen es sich handelt, vor allem um die Personen, die nach den Angaben des Anzeigers gegen ihren Willen in ein Auto gezerrt oder gezwungen wurde. Da war ich auch ein Autokennzeichen bekannt und circa 1,5 Stunden später ist es diesen Beamten auch gelungen, einen Fahrzeuglenker anzuhalten, der allerdings zu diesem Zeitpunkt alleine unterwegs war. Sie haben ihn kontrolliert, befragt und aufgrund des Verhaltens des Mannes haben die Beamten ihn dann gegen 2 Uhr förmlich festgenommen, ihn mitgenommen natürlich auf die Dienststelle und im Laufe des Tages ist er dann zu uns überstellt worden, wo er sich bis heute befindet und er wird aufgrund der Gesamtlage noch in den heutigen Abendstunden in die Justizanstalt Feldkirch überstellt werden als Beschuldigter. Die erste Sichtung der Leiche hat eindeutig ergeben, dass es sich hier um massive, schwerste Kopfverletzungen handelt und wir derzeit davon ausgehen, dass es sich eindeutig um Fremdeinwirkung gehandelt hat. Also wir schließen einen Unfall, einen Unglücksfall absolut aus. Wir können im Moment nicht hundertprozentig sagen, ob der Beschuldigte das Opfer gekannt hat oder nicht. Ich hoffe, dass wir da morgen weiterkommen, aber dieser Komplex Familie, Bekanntenkreis spielt irgendwo für uns in den Ermittlungen eine gewichtige Rolle. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 55-jährigen türkischen Angehörigen, der in Langeneck wohnhaft ist. Der Mann ist der Polizei nicht unbekannt, seit Jahren. Und sein Verhalten ist so, dass er vorerst mit der Tat nichts zu tun haben will.